So, wie versprochen folgt nun endlich das nächste Video zur waffenrechtlichen Einordnung einer Distanzwaffe und eure Abstimmung ist in diesem Fall sehr eindeutig ausgefallen. Ich selbst hatte ja vermutet, dass die meisten für das Thema Armbrust entscheiden, doch die Schleuder hat tatsächlich das Rennen gemacht. Also viel Spaß beim Video. Und bevor ich es vergesse, moin Leute! Eine Schleuder bekommt man heutzutage bereits für 10 bis 15 Euro bei Amazon und auch die passenden Stahlkugeln gibt es direkt dazu. Mit dem Premium-Versand von Amazon Prime werden die Produkte sogar schon am nächsten Tag geliefert. Die Sache mit der waffenrechtlichen Einordnung kann also nicht wirklich kompliziert sein. Denkt man zumindest. In der Realität ist es ein klein wenig anders. Fangen wir jedoch erstmal einfach an. Die Schleuder, oder eher Zwille, wurde erst relativ spät entwickelt und wird von vielen auch heute noch als Distanzwaffe betrachtet. Ähnlich wie beim Pfeil und Bogen trifft der Begriff der Waffen nach dem deutschen Waffengesetz jedoch nicht mehr zu. Eine einfache Steinschleuder ist also keine Waffe, sondern vielmehr ein bloßes Sport- und Spielgerät. Folglich gibt es auch keine Altersbegrenzung, der Erwerb, der Besitz und auch das Führen sind völlig frei und auch sonst findet das Waffengesetz keinerlei Anwendung. Anders sieht es jedoch aus, wenn die Schleuder mit einer Armstütze oder einer ähnlichen Vorrichtung ausgestattet ist. In diesem Fall handelt es sich um eine Präzisionsschleuder und die waffenrechtliche Einordnung fällt deutlich anders aus. Präzisionsschleudern zählen zu den tragbaren Gegenständen und sind somit Waffen im Sinne des Waffengesetzes. In der Anlage 1 zum Gesetz werden sie wie folgt bezeichnet. Schleudern, die zur Erreichung einer höchstmöglichen Bewegungsenergie eine Armstütze oder eine vergleichbare Vorrichtung besitzen oder für eine solche Vorrichtung eingerichtet sind, sowie Armstützen und vergleichbare Vorrichtungen für die vorbezeichneten Gegenstände. Ein solcher Gegenstand hier stellt also zunächst einmal eine Waffe dar. Damit ist die Einordnung jedoch noch lange nicht abgeschlossen. Denn wer diesen Kanal hier schon länger verfolgt, der weiß, dass zahlreiche Waffen in Deutschland einem generellen Verbot unterliegen. Und ihr ahnt es bereits, auch die Präzisionsschleuder steht auf dieser Liste. Die Liste zu den verbotenen Waffen befindet sich übrigens in der Anlage 2 zum Gesetz und ist zum Nachlesen hier unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jeglicher Umgang mit einer Präzisionsschleuder ist also verboten und stellt eine Straftat dar. Hierzu zählen auch der Erwerb und der bloße Besitz dieser Waffe. Ihr solltet also in jedem Fall die Finger davon lassen, erst recht, wenn ihr euch zukünftig noch als Sportschütze, Jäger oder ähnliches betätigen wollt. Zusammengefasst lässt sich also relativ simpel sagen, eine einfache Steinschleuder ist völlig legal und komplett unreguliert, eine Präzisionsschleuder hingegen ist ganz klar illegal. Und ja, ich weiß, diese kleine Grafik hier war nicht gerade meine beste Leistung, aber ich denke, ihr habt verstanden, was gemeint ist. Ich hoffe wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Solltet ihr nun übrigens auf den Geschmack gekommen sein und eine qualitative Schleuder suchen, so schaut doch gerne mal bei Jörg Sprave und dem Gogan Shop vorbei. Die Adresse ist ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bekomme für diese kleine Werbung natürlich kein Geld, aber da Jörg der Meister der Slingshots ist und sich aktuell mit der YouTubers Union auch für kleinere Kanäle hier auf YouTube einsetzt, unterstütze ich ihn doch wirklich gern. Also denn, bis zum nächsten Mal.